Das Promi-Geflüster heute mit einem neuen Interview und auch einer tollen Sängerin. Sie kennt man schon, ja, ich habe es gerade hier so im Vorgespräch erwähnt und auch ein paar Beweisfotos, die werde ich euch nachher nicht vorenthalten. Wir kennen uns in der Tat schon 30 Jahre, nämlich die Sängerin Judy Weiss, die dieses Jahr völlig unerwartet ihr Comeback feiert sozusagen, ne? Also erstmal hallo und herzlich willkommen in die Runde. Grüße dich. Ich freue mich, dass wir uns sehen. Ja, also 30 Jahre, so lange liegt das schon wieder zurück. Ich weiß noch, Cinderella oder Ach, lieber Gott, das waren so die Anfänge, wie du damals begonnen hast. Ja. Und natürlich auch das Musical war dein Genre, wo du aufgewachsen bist, ne? Aufgewachsen vielleicht nicht. Da war ich in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen. Da war ich ja dann schon groß. aber das habe ich auch gemacht, ja. Viele, viele Sachen. Das hat mir auch Spaß gemacht, ja. Das war gut. Und nicht zu vergessen, auch ein Duett mit dem Andrea Bocelli. Ne? Das war auch ganz eine ganz große Geschichte. Ne? Vivo Ballet. Richtig. Und ja, dann irgendwie in der Tat ist es dann ein bisschen ruhig geworden, so Anfang der, oder zur Jahrtausendwende. Was war es für ein Grund oder was war damals so der Ausschlag, wieso du dich ein bisschen zurückgezogen hast, wenn man das so sagen kann? Alle Lieder waren gesungen. Nein. ich würde mal sagen, die Familie stand im Mittelpunkt, im Fokus. Und mir war nicht langweilig, aber ich habe mich sehr und sehr gerne um meine Kinder gekümmert. Ja. Mainly. Sehr schön. Ja. Klar, Familie hat dann natürlich doch Vorrang, das ist ganz klar. Und wenn man jetzt gerade nochmal den Titel der Ach, lieber Gott hernimmt, ich meine, der hat ja an Aktualität eigentlich gar nicht verloren. Wenn man die Probleme heute anschaut, nach wie vor immer noch da. Ist wirklich so, ne? Ja, könnte man sofort wieder unterschreiben, den Inhalt. Traurig. Ja, leider, leider. So, ja. Ja, aber ganz völlig unerwartet ist jetzt dein neues Album oder dein, nach ja gut, circa 10 Jahre Pause, dein neues Album am Start, welches jetzt Ende diesen Monat, also sprich Ende März, erscheinen wird. Ja. Ja, hier haben wir es eingeblendet. Alles, was zählt. Ja. Ja. Was haben wir da drauf? Was kann man finden? Was gibt's für neue Titel, neue Ideen? Wenn du das ein bisschen mal beschreiben möchtest. Also es sind 12 Songs auf dem Album. Ich finde, dass sie sehr gut passen. Also ich hoffe, dass man spürt, dass sie mit viel Begeisterung eingesungen sind. Ich habe großes Glück, weil ich einen tollen Produzenten und Schreiber getroffen habe, den Rainer Kalb, der die Songs ziemlich auf den Leib geschrieben hat, zusammen mit dem Harry Schäfer. Und die Songs sind, glaube ich, sehr passend, wurden sehr passend gemacht zu meiner Stimme. Und also ich hoffe, dass man spürt, dass es Spaß gemacht hat, das aufzunehmen. Auf alle Fälle, doch. Also wenn man schon das aktuelle Video dann auch sieht, da war wirklich, denke ich mal, sehr viel Spaß auch dabei aufzunehmen. Ne? Also im ja, Studio, ist echt so. Ja, kam gut rüber. Schon. Und wir haben gerade letzte Woche das zweite Video aufgenommen für die neue Single und ich glaube, das führt sich fort. Also ich habe die Hoffnung, dass man es spürt, dass man sieht, dass es mir einfach Laune macht. Mhm. Inwiefern haben sich die Titel jetzt da zu Judy Weiss vor 30 Jahren vielleicht verändert? Was ist anders geworden? Oh, ich befürchte, ich bin erwachsener geworden. Wie wir alle, ne? Erfahrener, natürlich. Ja, erfahrener. Ja, ich weiß nicht. Ich hoffe, man merkt, dass man wird ja nicht nur älter, sondern
Man hat ein paar Erkenntnisse im Leben, die aber positiv sind. Ja. Also, Jetzt ja. muss ich doch tatsächlich mal dazu kommen. Wir haben es vorhin ja eingangs erwähnt. Also unsere Begegnung, die waren ja schon gleich zu Beginn deiner damaligen ersten, sozusagen, oder deinem damaligen Karrierestart. Wenn man gerade Zeigst du die mal. Fotos? Ja, jetzt da habe ich noch eine schöne erste Autogrammkarte, ne? Oh, wie hübsch. Oh, wie gelblich. Genau, richtig. Und dann sind wir uns ja dann relativ zeitnah begegnet. Das war im ZDF-Fernsehgarten. Wir sehen so gut aus. Mann, sehen wir gut aus. Wahnsinn, ne? Aber wir Oder? haben uns gut gehalten, muss man sagen, Ich oder? finde, wir sehen 1:1 gleich aus. Top, total Also, identisch, genau. identisch. Und habe hier noch ein schönes, schönes, nettes Ach, Porträt wie von dir. schön. Ne? Ach, sehr, sehr goldig. Und du siehst, wir sind uns damals auch in Folge nochmal begegnet, wenn man es genau betrachtet, hast mir da auch schon mal eine nette Unterschrift hinterlassen. Ja. Natürlich. Wie nice. Sehr schön. Ja, so sind die Zeiten. Man begegnet sich immer zweimal, heißt es so schön, ne? Absolut. Ne? Ne? Und das ist heute das zweite Mal. Dann bin ich gespannt, wann wir uns das dritte Mal wiedersehen. Dann hoffentlich mal wieder in 1:1 in live sozusagen, ne? Da Das wäre bin ich dann dabei. bei irgendeinem Auftritt hoffentlich doch mal, Was? ne? Ja, das Genau. würde mich freuen. Ja. Ja, was sind jetzt 2023, wenn es Comeback richtig losgeht, wieder? Was ist geplant? Wo kann man dich antreffen? Also wir machen jetzt natürlich ein paar Sendungen, die also ein paar Fernsehsendungen, wir machen eine Sendereise, ach, wir werden einfach so ein bisschen rumreisen und mal sagen, dass ich wieder da bin. Das muss ich ja erstmal rumsprechen. So ist es, ganz genau. Ja. Also klar, dass die Radiostationen und natürlich Genau. auch deine Fans, die dich hoffentlich auch in guter Erinnerung behalten haben, auch wieder wissen, Judy Weiss, sie gibt's wieder, ne? Ja, genau. Also da haben wir schon ein bisschen zu tun, aber ich freue mich total und habe Energie für drei und bin gespannt, wie es wird und hab gute Laune. Ja, freue mich einfach darauf. Es macht auch echt Spaß. Wobei man ja natürlich immer wieder sagen muss, die Zeiten sind ja jetzt auch nicht wirklich einfacher geworden. Da ist doch auch einiges, denke ich mal, wieder, ja, wo man sich erst wieder reinarbeiten muss, ne? Ja, aber wir schaffen das schon. Das ist auch ein bisschen wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht, hoffe ich. Fahrradfahren und schwimmen, ne? So ungefähr, Ja, ne? Ja. davon gehen wir jetzt mal aus. Ja. Ja. Ja, wird man dich auch dann sozusagen auch live dann mal wieder auf der Bühne sehen, also so richtig mit Band? Das hoffe ich, aber ich nehme an, dass es noch ein bisschen dauern wird. Realistisch wird es dieses Jahr wahrscheinlich nicht klappen. Ich hoffe, dass es einfach nächstes Jahr soweit ist. Das würde mich hoch erfreuen, wenn man das dann auf die Bühne kriegt. Mal schauen. Ja, also sozusagen ist das Comeback sozusagen dein zweiter großer Lebensabschnitt. Das klingt ganz und gar so, als wäre es so. Also, ihr könnt euch frisch machen. Wunderbar. Ja, wir haben es eingangs ja auch schon erwähnt. Ursprünglich eigentlich kommst du aus Berlin und jetzt im Süden der Republik sozusagen beheimatet in München. Südlich, genau. Ja. Ja, hier ist es auch sehr schön und sonnig. Wie kam der Wechsel zustande? Was war da wieder ausschlaggebend? Die Liebe, der Liebe wegen, oder? Gibt ja immer nur zwei Gründe, die Liebe oder die Arbeit. Ja. Oder beides? Oder beides, ja. Ja, also es ist hier immer von schön zu schön. Also in der Heimat bin ich ja auch immer noch Ja. oft. Und es ist immer, also ich bin überall gerne. Das ist echt Sehr so. gut. Judy Weiss natürlich mit dem Comeback, da, wenn man so zurückdenkt, 93, da gab es diese Social Medias eigentlich alle noch gar nicht richtig, wirklich. Aber Ich glaube, jetzt da waren die mittlerweile, Telefone waren da noch aus Holz. genau, richtig, so ist es. Also da hat sich auch einiges gewandelt. Wo bist denn du jetzt Ja. aktuell überall zu finden? Ach, ich glaube, man kann mich überall finden, aber ich bin ganz neu in diesem Business. Ich muss mich da erst noch so rein finden in das ganze Social Media Thema. Aber ich krieg das schon hin. Jo.
Also ich sehe Ja. gerade hier so Facebook, Instagram, das sind so die Ja, genau. Hauptseiten und ich glaube Ja, auch genau. da, wo man wirklich heutzutage schon sein sollte. YouTube natürlich auch, klar, da findet man deine Videos und natürlich die Homepage, nicht zu vergessen, die Ja, gibt es also man dann findet schon was, eine doch Menge nach wie vor noch, genau, lustige Sachen. judy-weiß.com, gell? Genau. Genau. Ja, dann, wie gesagt, wünsche ich dir auf alle Fälle für das bevorstehende Album viel, viel Erfolg. Das Das ist kann sehr man lieb, wirklich nur wünschen. Dankeschön. Danke Und sehr. wie gesagt, in der Hoffnung, dass wir uns hoffentlich bald mal irgendwo wieder begegnen. Ganz sicherlich. Ich freue mich drauf. Wenn du auf Tour bist da oder durch Radiostationen, dann gerade in Stuttgart in der Ecke, da bin ich zu Hause. Da komme ich Sag vorbei. Bescheid. Sag Na, Bescheid. sehr gerne. Ja, das würde mich Na? freuen. Und dann machen wir da nochmal eine schöne große Fortsetzung mit Sicherheit. Ich bin da. Okay. Dann Nice. sage ich auch, wie gesagt, schon herzlichen Dank Ich sage und Dankeschön. wünsche viel Erfolg und alles Gute. Ja, ebenso. Bis zum Na? nächsten Mal.